Einmal ein altes Kloster und ja, so mit Kapelle, was da alles so zugehört. Was mich oder uns natürlich erwartet, keine Ahnung, wir fangen gerade erst an. Aber wenn ihr Spaß und Lust habt, bleibt bei mir und dann drehen wir jetzt die Runde gemeinsam. In diesem Sinne, bis später. Der Gebäudekomplex wurde 1938 eingeweiht. Das bis 1962 bestehende Institut bildete etwa 350 Brüder aus. Es kamen jedoch keine Novizen mehr, was zur Schließung der Novizität führte. Der Platz war bereits früher frei geworden und ab 1945 war in den Gebäuden auch eine Gruppe von Kunden aus dem nahegelegenen San Venatius untergebracht. Der Komplex wurde ab 1962 zur Betreuung von Suchtkranken genutzt. Auch die Suchtklinik wurde Ende 2012 geschlossen.
das schöne kleine Kloster. Nicht mehr viel drin, aber einige Sachen konnte man auch schön filmen. Die Kapelle war noch wunderschön. Wenn euch das genauso gefallen hat wie mir, lasst mir ein Like da. Gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter dem Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao.